Herzlich willkommen bei MixTV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf besonderen Wunsch von Kevin Ja. machen wir heute pochierte Eier. Und nicht nur das, wir machen Egg Benedict. Wir machen eine wunderbare Kräuterhollandaise. Dazu nutzen wir den Wunderpoach von Wundermix. Genau, für die pochierten Eier. Genau. Den gibt es einmal in der Vierer-Version, aber auch für die größere Familie. Wo ihr den Einsatz dann in dem Aroma einsetzen könnt, als Sechser. Genau. Wunder Poach. Wir erzählen euch gleich noch was zu den Preisen. Aber erstmal erzählen wir euch, was ihr für Zutaten für das heutige Rezept braucht. Den stellen wir auch erstmal zur Seite, weil wir, bevor wir mit den Eiern anfangen, starten wir erstmal mit unserer Hollandaise. Dafür habe ich... Warte, Silvia, ich blende jetzt die Zutaten ein. Oh, Entschuldigung, ja, jetzt war ich schon zu schnell. So, und zwar, wir brauchen natürlich einen gekochten Schinken, Toastbrot, Eier, ein paar Kräuter, Zitrone, Senf, ein bisschen Pfeffer, Salz und ja, das ist es eigentlich schon. Perfekt, lassen Sie es starten. Sind nicht viele Zutaten und kann man super Leckeres draus zaubern. Eine selbstgemachte Hollandaise, Freunde, sage ich euch jetzt schon, das ist viel besser als die gekaufte. So, jetzt wisst ihr ja, jetzt brauchen wir ja die Stängel nicht mehr abzupfen. Genau. Weil Kevin mag es ja immer gerne, jetzt mache ich nur ein bisschen kleiner vielleicht noch so. Ein paar Kräuter. Der Geschmack, egal, ich sag's jetzt nicht nochmal. Was? Der Geschmack, in den Stielen, ja, ich weiß, in den Stängeln, genau, ja. Ja, ein bisschen Schnittlauch. Ich finde Egg Benedict für so ein Sonntagsfrühstück ist es einfach, das ist einfach genial. So, Stufe 8 zerkleinern. Circa 3 Sekunden, schieben wir das runter mit dem Spatel. Und dann das gleiche dann noch einmal. Aber sieht schon gut aus. Nochmal 3 Sekunden. Jetzt kommt schon unsere Butter dazu, weil die schmelzen wir erstmal. Oh ja, die ätherischen Öle. Mhm. Von der Petersilie und dem Schnittlauch schon hier schön in der Küche verteilt. So. 250 Gramm Butter. Die ist noch ein bisschen hart. Der Kühlschrank läuft hier in der Mixküche. Ja, kann man so sagen. Meine Mutter hat ja mal so einen Teller mit kaputt gemacht bei sowas. Wobei? Die hat mal so ein hartes Stück Käse geschnitten, also so ein Stück am Käse und dann einmal knallst du so einmal durch den Käse durch, den Teller durch. Echt? Ja, das habe ich so ein bisschen daran erinnert, gerade als du jetzt diesen Butter hast, gesagt, knatsch. Ist nichts passiert, ne? Zum Glück, so. Zum Glück. 3 Minuten. Meine Mutter hat es auch überlebt. Gott sei Dank. 70 Grad, Stufe 2. Und dann die Butter geschmolzen ist, machen wir dann gleich mit der Hollandaise weiter. Wir machen weiter mit den getrennten Eiern oder zu trennenden Eiern. Ja. Weil für die Hollandaise benötigen wir nur das Eigelb. Wenn euch übrigens fragt, warum der Opti-Grill hier steht, wir haben keinen Toaster. Wir haben einen Opti-Grill. Wir toasten heute mit Opti-Grill. Cooles Gerät. Muss man an der Stelle mal sagen, im Hehl-Verlag gibt es tolle Rezeptbücher zum Opti-Grill. Kann ich euch sehr empfehlen. Also geht mal auf hehl-verlag.de. Natürlich auch, wenn ihr die Mix bestellen wollt. 6,23. Oder... Nächste Woche Freitag, ist es soweit am 3. November? Dritte November, kommt unsere neue Mix. Ich musste gucken, wann jetzt Halloween ist. Ich versuche so umzuschlagen. 3. November, die neue Mix, die 1,24. So, unsere Butter ist geschmolzen. Das ist jetzt sogenannte Kräuterbutter. Kleine hätte das Gefäß auch nicht sein dürfen. Nein, ne? Aber es ist perfekt abgepasst. So. Wir nehmen einen neuen.
einen Mixtopf. So, wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? 50 Gramm Wasser. Muss ich mir selber gerade mal überlegen, ne? Das war ein bisschen viel. Spritzer Zitronensaft. Ein bisschen Senf. Pfeffer. Salz. Und dann brauchen wir unseren Schmetterling. Und dann geht's weiter. 2 Minuten, wir erhitzen das jetzt gerade. 2 Minuten. 70 Grad. Stufe 4. Und dann beginnen wir gleich mit dem Emulgieren. Die Eier sollten auch noch dazu. Dann mach das mal bitte. Also das Eigelb dazugeben. Unbedingt dazugeben. Unbedingt. So. Und dann ist es jetzt im Grunde... Jetzt haben wir alles drin. Stufe 4. Und dann werden wir gleich entsprechend die Butter zulaufen lassen. Also wir fettet schon mal beim Wunderpoach die... Formen aus. Nein, genau. So, das könnt ihr mit Öl machen oder wir machen es mit Butter. Ja. Bereiten wir das schon mal vor. Genau. So. Beziehungsweise machen jetzt hier 4,5 Minuten, auch wieder 70 Grad, Stufe 4. Na, wenn das mal gut geht. Lassen wir jetzt langsam die Butter zulaufen. Während Silvia das macht, kann ich ein bisschen was zum Wunderpoach erzählen. Für 4 Eier dann im Garkörbchen oder für 6 Eier im Varoma. 23,95 für das 6 Eier Wunderpoach, 16,95 für das 4 Eier Wunderpoach. Hervorragend pochierte Eier für alle Eiergrößen, ML, XL, gar kein Problem. Ganz einfach im Handumdrehen gemacht, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen um quielendes Wasser, um Essig im Wasser, sondern der Thermomix macht das für euch im Wunderpoach von Wundermix. Für 16,95 gibt es das 4er, für 23,95 das 6er. Im Mixshop, mix-shop.de ist da eure Adresse. Und was wir heute machen wollen, ist was verlosen. Und zwar haben wir ein 4er-Set und ein 6er-Set, was wir verlosen dürfen. Was müsst ihr in die Kommentare schreiben? Ich will pochierte Eier. Ganz einfach, ja, bis Samstag 18 Uhr, wir verlosen ein 6er-Set und ein 4er-Set bei Facebook und bei YouTube. Also nicht jeweils, sondern insgesamt ein 6er und ein 4er Wunderpoach. Ich will pochierte Eier, Samstag 18 Uhr. Dann schreibe ich euch am Montagmorgen einen Kommentar auf euren Kommentar. Ihr schreibt mir eure Postadresse per E-Mail und dann geht jeweils ein 4er Wunderpoach und ein 6er Wunderpoach auf die Reise zu euch, damit auch ihr das Egg Benedict nachmachen könnt. Und ich sehe, Silvia hat schon die komplette Butter in den Thermomix gefüllt. Die Hollandaise rührt an. Ich habe euch erzählt, was ihr gewinnen könnt. Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit Egg Benedict bei MixTV. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich würde jetzt den Deckel, ihr dürft natürlich auch mal gerade schauen. So. Kann man schauen. Hast du schon? Oh, okay. Zack. Schöne grüne Hollandaise. Ja. Riecht eigentlich schon nach Frühling. Aber jetzt müssen wir erstmal durch den Herbst und durch den Winter, genau. Aber wir können mit dieser Kräuterhollandaise noch ein bisschen Frühling aufs Egg Benedict zaubern. Genau so ist das, genau. Das lassen wir erstmal ein bisschen ziehen.
Jawohl. So, ein neuer Mixtopf. Wir füllen insgesamt 550 Gramm Wasser hinein. Wenn ihr nur einen Mixtopf habt, ne, dann füllt ihr die Hollandaise jetzt um und... Ja, klar. Gekennt, also, ja, ich denke da... Ja, Silvia, lieber mal... So. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich auch. Darf ich? Ja, natürlich. So. Du hast alles. So. Natürlich erst... Unser Wunderpotsch. Poach. So. Poach. Und den Gareinsatz brauche ich, benötigt ihr, ne? So. Bitte? So, man natürlich sehen, dass die... Genau, ihr füllt dann einfach. Achtet darauf, dass das Eigelb nicht kaputt geht. Ihr füllt die Eier dann einfach ein. Das klappt eigentlich sehr gut. Wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, Eier von Größe M bis XL einzufüllen. Entsprechend richtet sich dann die Garzeit. Genau. Aber das findet ihr dann auch in der Anleitung, je nachdem. Wir haben jetzt Eier M, die brauchen ca. 11 bis 12 Minuten. Ja. So, kommt sonst noch irgendwas da rein? Nein. Nein? Nur Wasser. Gut. Okay, dann genau, das werden zwei, wir das jetzt... Nee, anders, genau. Ja. So. So sieht das dann aus. Ne? Ja. Wir schließen den Deckel. Wir setzen den Garkorb ein. So. Verschließen diesen. So, und jetzt... Schauen wir dann mal nach 11 Minuten. Genau, wir haben Größe M, 11 bis 12 Aroma. Minuten. Aroma? Stufe? 1. Man schaut dann so nach 11, 12 Minuten mal drauf, jetzt bei Größe M, wie die Konsistenz ist. Wenn einem die Konsistenz gefällt, dann holen wir es raus. Sollte es uns nicht gefallen, noch nicht ganz gut sein, dann einfach noch ein bisschen nachziehen lassen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Egg Benedict heute mit dem Wunderpoach von Wundermix gibt es im Mixshop. Für 4 Eier 16,95, für 6 Eier 23,95. Wir können eins gewinnen, ein Vierer, ein Sechser insgesamt bei Facebook und YouTube. Ich will pochierte Eier. Macht mit, weil das ist wirklich eine coole Sache. Gleich gibt es noch Toast, dann kommt noch der wunderbare Schinken, die Kräuter Hollandaise. Ja, Egg Benedict, formidabel. Weiter geht es mit unserem Opti-Grill. Ja, wir toasten jetzt mal. Ihr könnt natürlich zu Hause den Toaster nehmen ja, oder ja. aber den Opti-Grill. Ja. Der ist ja wirklich multifunktional. So, Dicke wird berechnet, sagt er. Das ist wirklich ein sehr intelligentes Gerät hier, der Opti-Grill Elite, den wir jetzt hier benutzen. Der berechnet jetzt die Dicke des Toastbrots. In 40 Sekunden, sagt er, ist es leicht gebräunt. Das ist weniger als vorhin, als wir es getestet haben. Aha. Dann könnte es tatsächlich leicht gebräunt sein. Ja, vorhin. Okay. Bei unserem Testlauf war es ein bisschen... War schon sehr kross. Ne? Genau. Aber je nachdem, wie man es auch mag. Auf diesem Gerät könnt ihr nicht nur Toast und Sandwiches machen, sondern auch Fleisch, Fisch, allerhand. Also dieses Gerät ist wirklich unglaublich vielseitig. Wie gesagt, im Hehlverlag haben wir einige tolle Rezeptbücher für den Opti-Grill. Sehr empfehlenswert, quasi als Ergänzung zum Thermomix. Die Soße im Thermomix, das Fleisch im Opti-Grill oder was auch immer ihr dann machen möchtet. Ich würde ja auch gerne schon mal gucken, ne? Aber ich glaube, wir lassen das. Wir lassen das. So, und jetzt? Haha, ja, das sieht doch sehr gut aus, Perfektion. Oder? Kevin, wie viel Toast darf ich dir denn machen? Zwei? Ich würde sagen, wir machen uns jeweils eins. Jeweils eins? Also ja. Reichen zwei? Uns reichen jetzt erstmal. Okay, gut. Sonst mach. Ja, komm. Komm, wir sind noch einmal jung, ne? So, und jetzt brauche ich wieder gar nichts machen? Das ist ja unglaublich. Jetzt müssen wir halt... Da steht aber was von gegrillt. Ja, jetzt müssen wir so ein bisschen... Ah, ist egal. Wir müssen jetzt ein bisschen. Also ihr habt gesehen, es funktioniert. Und auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn werde ich jetzt hier auch noch ein bisschen Butter drauf verteilen. Genau, weil ich mag tatsächlich mein Egg Benedict mit ein bisschen Butter. Ja, ich auch. Isst du denn eins oder zwei? Ja, für die Kamera esse ich eins. Und hinterher wenn zwei. Die Kamera aus ist, also zwei. Muss ich mir jetzt doch, war ja auch gut, dass ich jetzt zwei gemacht habe, weil ich würde ja auch eins probieren, ne? Ausnahmsweise. Silvia, ich dachte, das wäre der Plan. Ja. Dass wir jetzt hier zwei jeweils für einen geben. Und dann hast du die Kamera aus? Noch nicht. So, jetzt mache ich sie aber aus, denn wir brauchen zum Anrichten 3 Minuten, dann geht's los. Der spannende Moment. Die Spannung steigt, wollte einfach, ich gerade sagen. Ihr seid einfach live mit dabei. Ihr seid live mit dabei, nicht wirklich live, weil es ist ja aufgezeichnet, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wie wir jetzt gleich hier das erste pochierte Ei aus dem Wunderpoach holen. Wir haben gerade mal darüber diskutiert, wie wir es machen, aber ja. Gucken wir mal, ne? Die Aufgabe habe ich ja jetzt. Das sieht super aus.
Ah ja, super. Ja. Das sieht super aus. Ja. Wir hatten es jetzt 11 Minuten drin. Es dampft. Aha. Oh, das sieht. Wow, cool. Ja, cool. Es könnte sein, dass es noch mal ein bisschen. Soll ich noch mal ein bisschen reintun? Ja, hier an der Oberfläche ist es noch ein bisschen. Na, warte mal, vielleicht kannst du mit dem Löffel gucken. Gut, eins kann sein, nämlich, dass das einfach nur Wasser. Ja, das ist einfach nur Wasser, Kevin. Perfekt. Na dann können wir es rausnehmen. Der spannende Moment. Boah, krass. So. Ja. So, also ihr holt dann an den Henkel, die sind ein bisschen heiß, nimmt das dann raus. Jetzt müsst ihr mit einem Löffel. Hey, super. Also. Oh! Okay. Na, ist doch noch zu. Okay, aber so haben wir es jetzt rausbekommen. War der Versuch? Das war der Versuch. Wir tun es noch ein bisschen rein. Wir tun es noch mal rein. Aber das ist das Schöne. Wir geben euch. Also, das Gerät funktioniert. Das ist mal klar. Also, das wissen wir jetzt. Wir haben es jetzt bei 11 Minuten drin gehabt, bei Varoma Stufe 1. Wir machen es jetzt noch mal. Die Eier waren dicker. 3 Minuten vielleicht. Ja. Zwei, drei Minuten. Wir schauen da gleich nochmal drauf. Aber ich finde das, viel, viel besser. Und wenn ich Wundermix wäre, wäre ich da auch jetzt zufrieden mit, weil man sieht, es funktioniert. Ja. Aber man sieht auch, dass eben nicht jedes Ei gleich gegart wird. Idealerweise benutzt ihr quasi immer die gleich großen Eier, damit die Garzeit circa gleich ist. Mhm. Aber gleich ist es fertig. Unser Egg Benedict, cool. Das Gerät ist cool. Der Wunderpoach ist cool. Sichert es euch im Mixshop. Versuch Nummer 2. 4 haben wir insgesamt. Ja, genau, 4 haben wir. Das ist das Gute, wenn ihr 4 Eier habt, dann könnt ihr das mal ausprobieren zu Hause. Vielleicht hätten wir doch die 6 nehmen sollen. Ja, beim nächsten Mal. Also normalerweise, ich habe ja früher auch schon mal Eier pochiert, aber im Kochtopf dann habe ich immer noch ein bisschen Essig und so dazu getan. Ne? Aber, ach ja. Das brauchst du ja hier nicht. Das brauche ich hier nicht, genau. So. Probieren wir es nochmal. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja. Jawollo. Wow. Boah. Super. Das ist aber mal, hör mal, also so kriegt man dann den Kochtopf nicht hin, ne? Ja, dadurch, dass die Form natürlich da ist, ist es schön gleichmäßig jetzt. So, Kevin, jetzt hättest du wahrscheinlich ein bisschen gerne Kräuter Hollandaise darüber. Hm. Boah, sieht das gut aus. So, soll ich einfach mal? Ja, mach einfach locker. Mal. Locker drüber. Locker aus der Hüfte. Mmh, Egg Benedict, noch mehr. Komm, Silvia, komm. So, du Soßen. Ist ja mehr daneben als auf dem Ei. Ja, habe ich extra gemacht. Ich wollte ja noch, dass man noch was sieht. Künstlerisch, ne? So, also normal, also jetzt im Hotel legen die dann immer noch so 4 Schnittlauchstängel drüber, ne? Ja, ob du das jetzt mit isst oder nicht, aber sieht schön aus. Ne? Ich esse es mit. Also, ich finde, das ist sehr gelungen. Bis auf das eine Ei, wo wir einfach jetzt Erfahrungen gesammelt haben und wissen, lass es lieber noch 1 Minute länger drin. Aber ich denke, das ist perfekt geworden. Lasst es euch schmecken. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Heute mit Egg Benedict. Und nächste Woche stellen wir euch dann unsere neue Ausgabe vor, weil Weihnachten steht ja schon wieder vor der Tür. Adventszeit und. Ihr kennt das. 1. November. Ja. Aber das erst nächste Woche. Das erst nächste Woche. Wir sehen uns. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.